Wie sieht jetzt am Ende deine Investmentstrategie aus? Wenn es um die Strategie geht, zeige ich immer gerne mal ein Bild. Also ich male das einmal so auf, wenn ich mal von meinem Tagesablauf erzähle. Wenn ich morgens aufstehe, gehe ich ins Badezimmer und putze mir die Zähne mit einer Oral-B-Zahnbürste von Procter & Gamble. Ich nehme Zahnpasta von Colgate, dann rasiere ich mich mit einem braunen Rasierer von Procter & Gamble. Ich frühstücke als nächstes Cornflakes von Kellogg's. Dann fahre ich mit dem VW Passat zur Arbeit, muss natürlich tanken, komme an der Shell-Tankstelle vorbei. Auf der Arbeit angekommen, logge ich mich auf meinem Apple MacBook ein, starte Outlook von Microsoft, öffne Excel und arbeite natürlich. In der Mittagspause gehe ich dann zu Starbucks und bezahle dann den sehr teuren Latte Macchiato mit meiner Visa-Karte. Und am Ende des Tages frage ich mich, wieso habe ich eigentlich keine Anteile an all diesen Unternehmen, in die ich täglich oder, sage ich mal, an einem normalen Arbeitstag mein Geld investiere? Und wieso kann ich nicht davon profitieren, dass es nicht nur ich so mache, sondern eben viele? Und so kam es dazu, dass ich gesagt habe, diese Unternehmen gefallen mir, weil ich sie konsumiere. Dann dachte ich mir, davon profitiere ich doch gerne. Und meine Strategie sieht so aus, dass ich eben vor allem Diversifikation, wie wir sie auch von Detlef schon kennengelernt haben, umsetze. Das heißt, ich investiere nicht nur in eine Branche, sondern in verschiedene Branchen, gleichzeitig aber auch in verschiedene Länder. Weil ich kann natürlich verschiedene Branchen aus nur Deutschland nehmen, Pharma, Chemie, Nahrungsmittel, Immobilien. Aber wenn es ein politisches oder geografisches Risiko gibt, dann ist das damit nicht gedeckt. Deshalb versuche ich natürlich auch verschiedenste Länder abzudecken, um eben auch das Risiko zu streuen. Und das Sprichwort breit gestreut, nie bereut, sage ich mal, trifft es ganz gut. Deshalb kann ich sagen, dass in der Vergangenheit diese Strategie super lief. Und im Hinblick auf die Ziele ist, dass ich quasi diese Unternehmen nutze, um mir dann anhand der Dividenden ein passives Einkommen zu ermöglichen. Und mit einem guten Mix, den man auch so zum Beispiel im Cashflow Booster finden wird, kann man sich eben schon ein Portfolio aufstellen, was breit gestreut ist und gleichzeitig monatlich Dividenden, also monatliche Einnahmen ermöglicht. Und da fängt es an, richtig Spaß zu machen. Und deshalb bin ich auch ein Riesenfan von der Dividendenstrategie, weil sie passive Einnahmen beschert und ich da einfach eine Menge Spaß dran habe, wenn eine Zahlung von Starbucks kommt und ich, sage mal, diese Dividende wieder in den Kaffee reinvestieren könnte, wenn es nicht die Aktien sind. Interessant, dass du es erwähnst, weil hinter den Kulissen haben wir über die 2 Tage ja viel gesprochen, auch mit den anderen Kollegen. Mhm. Und viele sehen diese Dividenden ja kritisch. Warum genau liebst du sie? Ich sag mal so, ich glaube, Dividenden sind nicht der schnellste Weg, um sage ich mal, ein großes Vermögen aufzubauen. Aber wichtig ist, dass man einen Weg findet, der einem Spaß macht, wo man lange dran festhält. Und auch die Strategie sollte man nicht, jedes Jahr wechseln. Man sollte an einer Strategie festhalten. Und deshalb habe ich mir für mich eine Strategie gefunden, mit der ich am besten schlafen kann. Das heißt, all meine Investments, die habe ich natürlich vorher einmal analysiert und da bin ich drin investiert. Und ich mache mir mal keine Sorgen, wenn, die Corona-Krise vorherrscht oder wenn jetzt, andere politische Risiken entstehen, habe ich keine Sorge, dass Zahnpasta morgen nicht mehr relevant ist. Das sind so langweilige Investments, die es aber so greifbar machen, weil ich denke mal, wenn jetzt Corona ist oder nicht, würdet ihr weiterhin eure Zähne putzen? Ja. Wenn durch die Inflation die Zahnpasta 50 Cent teurer wird, würdet ihr aufhören, eure Zähne zu putzen? Ich denke mal auch nicht. Dementsprechend bin ich einfach Fan davon, eine gewisse Sicherheit zu haben, eine gewisse Praxis zu haben und davon dann monatlich in dem Sinne zu profitieren. Und eine kleine Überlegung auch im Hinblick auf Immobilien, weil ja die Mieteinnahmen auch monatlich kommen. Wenn wir über die Strategie von Nermin nachdenken, muss ich sagen, ich finde die Dividenden nochmal einen Ticken passiver, weil ich mich nicht um Renovierung, um Sanierungen kümmern muss. Wenn ein Mieterausfall ist, kann ich sie aus meinem Depot einfach rauswerfen und habe keinen Schutz von 3 Monaten. Dementsprechend gefällt mir die Strategie einfach so für den Cashflow, den ich daraus generieren kann.